kostbare Leute, Gott hat wahrlich Elia, den höchst furchterregenden, höchst gesalbten Propheten zu dieser Generation offenbart. Wir haben gesehen, als der Herr folgte zu seiner Verordnung, als der Prophet Elia in Lima, Peru, dem Himmel verordnete, sich zu öffnen, und der Himmel folgte sofort und ließ den Heiligen Geist Regen frei. Und dies geschah auch in Kisi, in Anjoro, in Kenia, in Lagos, Nigeria. Der Himmel öffnete sich zu der Verordnung von dem Propheten Elia und der Heilige Geistregen kam hinab. Es ist absolut sehr schockierend, kostbare Leute. Der Herr hat seinen Propheten, seinen furchterregenden Propheten Elia zu dieser Generation ganz furchterregend offenbart. Wahrlich leben wir in einer sehr kritischen Zeit. Dies sind wahrlich die Tage von Elia, kostbare Leute. Und gestern Abend konnten wir in dem weltweiten Mittwochsgottesdienst sehen, wie Elia, der höchst schreckliche, der höchst furchterregende Prophet von Jahwe, Gott dem Vater, die Nation Nepal urteilte, richtete, mit großem Zorn und ernsthaft schlug. Es war sehr, sehr schockierend, was wir alle sehen konnten gestern in dem weltweiten Abendgottesdienst. Dies hat mir ganz klar und eindeutig gezeigt, dass Elia, der furchterregende Prophet Gottes, er, der versprochen wurde in Maleachi Kapitel 3, Vers 23 bis 24, wo wir in der Bibel lesen können, dass Elia kommen wird vor dem schrecklichen Tag des Herrn, dass er wahrlich hier ist. Er ist hier auf der Erde und er wandelt hier in unserer Mitte, liebe Leute, seit einer langen Zeit. Elia, der höchst furchterregende Prophet, der höchst schreckliche Prophet, er, der in den Himmel genommen wurde, für eine lange Zeit, mehr als 15 Jahre, wandelt er hier auf dieser Erde und er war verborgen vor uns. Gesegnete Leute, es ist sehr, sehr schockierend, dass Gott offenbart jetzt zu uns, zu der Gemeinde Christi und zu der ganzen Erde, dass er, der seit 15 Jahren in unserer Mitte wandelt, mehr als 15 Jahre, liebe Leute, er wahrlich Elia, der höchst furchterregende und höchst schreckliche Prophet Gottes ist, er, der versprochen wurde in der Bibel und dass er kommen wird, Elia, der höchst furchterregende Prophet, er ist hier, er wandelt unter uns, liebe Leute. Er wandelt hier auf der Erde. Und wir wussten es nicht, dass Elia, er, der hochgenommen wurde in den Himmel, er ist gekommen und er geht hier auf der Erde. Er ist gekommen und tatsächlich jetzt urteilt er, richtet er Nationen. Wir haben gestern sehen können in dem weltweiten Abendgottesdienst, wie er Nepal richtete, wie er Haiti richtete, wie Mexiko gerichtet wurde wegen Götzendienst, wie China gerichtet wurde und ein massives Erdbeben ist auf China getroffen, wie Italien gerichtet wurde, wie Peru gerichtet wurde mit sehr, sehr schwerem Erdbeben. Und heute möchte ich ein wenig näher das Urteil von Nepal, dieses Erdbeben von Nepal betrachten, denn dies ist sehr, sehr schockierend. Die Prophezeiung wurde im Oktober 2014 freigegeben. Die Prophezeiung war sehr, sehr spezifisch gewesen. Der Prophet Elia hat gesprochen auf Jesus ist Lord Radio und in dieser Prophezeiung, da hatte er genannt einen Berg, der sehr hoch steht und dass es Lastwagen gibt, die viele Steine mit sich führen. Und er hatte auch genannt, dass diese Steine hinabfallen werden und sie werden Menschen verletzen und Menschen sogar töten, während sie schlafen. Dies hörten wir in dieser Prophezeiung. Wir wissen jetzt alle, dass der Mount Everest der höchste Berg ist. Und wir wissen auch, auf Mount Everest gibt es sehr viele Aktivitäten, wo gegraben wird,
welche auf Mount Everest stattfinden. Und es war so schockierend, als diese Prophezeiung erfüllt wurde. Exakt die Worte von den Propheten Elia, alles hat sich erfüllt, bis auf den Buchstaben. Alle Worte haben sich exakt erfüllt. Gott hat uns, den Nationen der Erde, Elia, den höchst furchterregenden Propheten, den höchst schrecklichen Propheten vorgestellt. Er wandelt jetzt auf der Erde hier und wir wissen alle, dass er zu Nationen gegangen ist und Nationen gewarnt hat. Er ist zu Nationen gegangen und die Nationen, die nicht Buße getan haben, er hat sie gerichtet. Wir sahen, was in Nepal passierte. Elia schlug die Nation Nepal. Sie haben keine Buße getan vom Götzendienst. Sie sind nicht abgekehrt vom Götzendienst. Sie haben weiter Götzendienst betrieben. Sie haben andere Götter angebetet, andere Religionen. Geliebte Leute, wir haben also gestern in dem weltweiten Abendgottesdienst gesehen, wie der Prophet Elia sehr, sehr heftig die Nation geschlagen hat, den Mount Everest schlug wegen Götzendienst, weil sie sich andere Götter gemacht haben. Diese Nation wurde geschlagen, wurde gerichtet wegen Götzendienst, liebe Leute. Der Prophet Elia hat diese Leute heimgesucht wegen der Anbetung, die sie zu Götzen gebracht haben, anstatt Gott anzubeten. Sie haben lieber Götzen angebetet, anstatt Gott, unseren Vater, unseren Erschaffer, anzubeten, unseren Schöpfer, Gott anzubeten. Elia, der höchst furchterregende Prophet. Also gestern haben wir gesehen in dem weltweiten Abendgottesdienst, wie er alle Götzen zerstörte. Sogar die Götzentempel wurden zerstört, die buddhistischen Tempel. Dort, wo sie die Götzen angebetet haben, die Tempel wurden sehr, sehr ernsthaft zerstört, total zerstört wurden diese Götzentempel, weil, was sie dort taten, war Götzenanbetung. Und wir sehen also die Ernsthaftigkeit und der Zorn, mit welchem Elia diese Tempel zerstörte, war wirklich sehr furchterregend, wie man das gesehen hat. Wir haben gesehen, wie Elia die Stadt Kathmandu geschlagen hat. Die ganze Stadt Kathmandu war komplett zerstört gewesen. Total zerstört. Und dann natürlich der Berg Everest, Mount Everest. Dort, wo sie hingegangen sind, um Götzen anzubeten, wo sie Yoga vollbracht haben. Wir haben also gesehen, wie Mount Everest auf einer sehr, sehr schockierenden Weise heimgesucht wurde. Ja, geschlagen wurde. Was in Nepal passiert ist, gesegnete Leute, war sehr, sehr ernsthaft. Und Gott hat den Propheten Elia zu uns gesendet. Und sogar der Prophet Elia kam und verkündete zuvor, dass es ein schweres Urteil kommen wird. Und tatsächlich erfüllte sich die Prophezeiung und Elia, der schreckliche Prophet des Herrn, hat Nepal geschlagen. Wir haben gesehen, wie der Mount Everest auf einer sehr schrecklichen Weise großartig geschlagen wurde. Bergschichten sind gefallen, nach unten gerollt. Es gab Leute, die dort gekämpft haben, um den Berg herum. Leute, die dort für Yoga zu diesem Berg fahren. Leute, die dort anbeten, Götzen anbeten. Es gibt viele Touristen aus den verschiedensten Nationen der Erde. Sie gehen und fahren nach Nepal oder fliegen nach Nepal, um Götzendienst zu betreiben, um auf dem Berg zu sitzen und die Sonne anzubeten. Sogar Leute aus Israel, sie kommen dort, um Götzendienst zu betreiben in Nepal. Viele, viele Menschen von den verschiedensten Nationen aus Amerika, aus England, aus Deutschland sogar, kommen viele Leute und fliegen nach Nepal, um Götzendienst zu betreiben, um zu den Tempeln zu gehen und Götzen anzubeten, um Yoga zu betreiben. Aber wir sehen, wie der Zorn Gottes auf diese Nation kam. Und wir sehen, dass der Herr diese Nation sehr, sehr furchterregend, auf einer sehr, sehr furchterregenden Weise heimgesucht hat. Der Zorn Gottes ist gekommen. Viele Leute wussten nicht einmal, wo sie überhaupt noch hinlaufen sollten, als der Zorn Gottes auf Nepal schlug. Wir haben gesehen, wie die Steine hinunterrollten und viele Leute, die dort gekämpft hatten, sie sind entweder gestorben oder total verletzt waren sie. Und wir sehen, wie die Leute nirgendwo hinlaufen konnten. Dies ist auch zu uns erklärt in dem Buch Offenbarung, Kapitel 6, Vers 15.
Und hier steht, und die Könige der Erde und die Großen, die Reichen, die Hauptleute, die Mächtigen und alle Diener und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Vers 16, und sagten zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Die Leute konnten nicht wegrennen von diesem höchst schrecklichen Urteil von Elia, den schrecklichen Propheten. Sie konnten nicht wegrennen. Sie wurden zerstört von den Zelten dort, wo sie übernachtet hatten. Wir haben gesehen, in den Straßen von Kathmandu liefen sie hoch und runter. Und die Gebäude, sie kamen hinunter. Die Gebäude kollapsierten. Und sie konnten nicht einmal weglaufen. Sie konnten sich nicht verstecken an irgendeinen Ort. Also wahrlich, wahrlich ist dies sehr, sehr furchterregend und sehr, sehr furchtbar. Der Zorn, den Elia, der höchst furchterregende Prophet, dieser Zorn, mit dem er gekommen ist, ist sehr, sehr furchterregend und sehr, sehr schrecklich. Er ist nicht ertragbar. Und die Nationen der Erde, wir sollten uns wirklich jetzt darum kümmern, dass wir Buße tun. Denn Elia, er wandelt hier mitten unter uns. Und die Nation von Nepal wurde total zerstört. Man hat die Stadt von Kathmandu gesehen, sie war total zerstört. Die Stadt wurde von Elia, den höchst furchterregenden Propheten, zerstört, weil sie Götzen angebetet haben. Und der Berg erschütterte und die Felsen sind hinuntergefallen. Das haben wir gesehen gestern. Die Kraft, mit welcher Elia gekommen ist, ist sehr, sehr furchterregend, liebe Leute. Wir können es nicht ertragen. Keiner kann es ertragen. Und niemand kann davor weglaufen. Geliebte, gesegnete Leute, wir leben in sehr, sehr furchterregenden Tagen. Wir leben in sehr, sehr furchterregenden Zeiten. Denn Gott hat jetzt Elia gesendet, um die Nationen zu richten. Es wurde uns offenbart, kostbare Leute, dass tatsächlich Gott den Götzendienst hasst. Gott hasst Götzendienst. Gott kann nicht seine Herrlichkeit zu irgendjemandem geben, außer jetzt hat er sie zu diesen mächtigen Propheten gegeben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und Götzendienst, es ist eine Sünde, die unverzeihbar ist. Und wir wissen das sogar auch hier in Deutschland, kostbare Leute. Wir sind nicht anders als die Nation Nepal, denn wir haben hier auch Götzendienst. Und wir wissen auch, dass Peru, Mexiko, Haiti wegen dem Wohlstandsevangelium, wegen sexueller Sünde, Falschheit gerichtet wurde und das Erdbeben ist gekommen. Aber wie sind wir, die Nation von Deutschland, anders als diese Nation Nepal, die gerichtet wurde wegen Götzendienst? Es ist ein sehr furchterregender Moment und wenn wir nicht vorsichtig sind. Liebe Leute, in der Bibel, in Lukas, Kapitel 12, Vers 48, können wir lesen, dass zu denen viel gegeben wurde, von dem wird man umso mehr fordern. Nun, geliebte und gesegnete Leute, es ist sehr, sehr ernsthaft. Es ist sehr schockierend. Die Kraft von den höchst ehrfurchterregenden Propheten Elia, keiner kann diese Kraft ertragen. Keiner kann diesen Zorn ertragen. Keine Nation auf dieser Erde, auch kein Mensch, welche Nation auch immer, kann diese Kraft ertragen. Und wir wissen, dass der Prophet Elia hat die Krüppel in Kenia aufgehoben. Von dem Staub, von der Erde hat er sie errichtet. Sogar die Tauben und die Blinden und die Gehörlosen, diejenigen, die nicht sprechen konnten, wurden geheilt. Sogar in der Nation Kenia wurde HIV/AIDS geheilt. In Kenia haben wir gesehen, wie der Prophet Elia, der höchst furchterregende Prophet Elia, sogar den Himmel geöffnet hat, indem er verordnete den Himmel und der Himmel hat sich geöffnet und hat geistlichen Regen freigesetzt. Und die Schriftstelle in der Bibel sagt, zu denjenigen, denen viel gegeben wird, von denen wird viel verlangt. Lukas Kapitel 12, Vers 48. Das Wort sagt, dass von jedem, dem viel gegeben wurde, von dem ist sehr, sehr viel verlangt. In Kenia zum Beispiel, dieser Nation wurde so viel gegeben. Der Prophet Elia, der höchst furchterregende, mächtigste Prophet Elia, wandelt in Kenia und die Nation Kenia tut gerade große Buße. Aber ich möchte auch die
Nation Deutschland aufrufen, dass wir nicht viel besser sind als Nepal. Wir haben hier auch großen Götzendienst, wir haben hier Yoga-Anbetung. Es gibt hier viele Yoga-Zentren. Die Leute, die Kinder sogar machen Yoga. Und wir sind auch zu anderen Göttern in Deutschland, haben wir uns gewendet. Viele beten ganz andere Dinge an als den Herrn. Wir müssen Buße tun als Nation. Wir müssen zurückgehen zu unserem Herrn und wir müssen Buße tun. Denn wenn wir gesehen haben, wie Nepal geschlagen wurde, dann schauen wir uns doch Deutschland an. Wir haben Götzendienst, wir haben sexuelle Unmoral in diesem Land. Wir haben Buddhismus. Es gibt Götzendienst in Deutschland. Wir haben auch das Wohlstandsevangelium in Deutschland. In diesem Land herrscht das Wohlstandsevangelium. Wir haben auch falsche Apostel und Propheten in Deutschland. Wir sind nicht anders als diese Nation, die sehr ernsthaft von Elia, den höchst furchterregenden Propheten, gerichtet wurden. Von dem höchst furchterregenden Propheten Elia, der höchst furchterregende Prophet Gottes. Und deswegen, kostbare Leute, mein Rat, meine Bürde und mein Aufruf, den ich an alle lieben Menschen hier in Deutschland geben möchte, ist, dass wir Buße tun sollen und zurückgehen zu dem Herrn. Wir können nicht den Weg gehen, wie Nepal gegangen ist, denn wir können hier kein Erdbeben in Deutschland ertragen, kostbare Leute. Wir sollten wirklich Buße tun, wir sollten nationale Buße tun, kostbare Leute. Wir haben bis jetzt immer noch keine nationale Buße getan in Deutschland. Alle sind aufgerufen zur nationalen Buße, diesen Aufruf zu folgen, denn wir wollen nicht unter den unbußfertigen Nationen fallen, deren Urteil schrecklich ist. Wir haben gesehen, was in Nepal passierte. Wir haben gesehen, was passierte in Mexiko, ein riesiges Erdbeben. Wir haben so viele schlimme Dinge gesehen, die passierten in Haiti, Tsunami, Erdbeben, Chile, Erdbeben. Liebe Leute, lasst uns weise sein und zurückkehren zu dem Herrn. Wir haben gesehen, dass der Prophet Elia hier auf der Erde wandelt und errichtet die unbußfertigen Nationen. Lasst uns Buße tun für jede Lästerei, für jeden Wohlstandsevangelium, jede Geldanbetung, die wir vollbringen, all diese schrecklichen Götzendienste, die wir in unserer Nation tragen. Wir haben die zwei Seiten von dem Propheten Elia gesehen. Wir haben die Seite gesehen, wo viele Menschen geheilt werden, freigesetzt werden, gesegnet werden. Aber wir haben auch die andere Seite gesehen, den Zorn Gottes, wie er freigesetzt wird zu den unbußfertigen Nationen. Wir wissen, dass wir geblackmailt haben in Deutschland. Wir wissen, dass wir nicht Buße getan haben, so wie der Prophet Elia uns angewiesen hat. Und ich bitte jeden, alle ihr Menschen in Deutschland, wo auch immer ihr seid, in welchem Bundesland ihr seid, in welcher Stadt ihr seid, ich rufe euch alle auf, kostbare Leute, in dieser Gemeinde und darüber hinaus, lasst uns vor dem Herrn gehen und Buße tun. Lasst uns ernsthafte Buße tun, denn Buße ist der einzigste Weg. Dies ist der einzigste Weg, dass der Herr uns hören möge, sodass wir abkehren von diesen schrecklichen Götzendiensten, liebe Leute. Und wir als Deutschland, wir sollten jetzt zu den Propheten Elia hören. Lasst die Theologien und alle diese falschen Lehren raus, kostbare Leute. Lasst die Logik raus, liebe Leute. Lasst uns ehrfürchtig sein als Christen in Deutschland. Lasst uns die Leute sein, die eintreten in den Himmel. Lasst diese ganzen Diskussionen und Theologien und Theorien und Denkensweisen heraus. Lasst uns zu der Bibel halten. Lasst uns zu dem Herrn stehen. Und lasst uns seinen Propheten, den Propheten des Herrn, Elia, den höchst furchterregenden Propheten Elia, ehren und seinen Rat hören. Denn er wandelt hier auf der Erde. Und es ist eine große Gnade und große Liebe, dass er hier ist und die Menschen zu dem Herrn führt. Lasst uns in Furcht und in Ehre vor ihm gehen. Wir haben beide Seiten gesehen von dem Propheten Elia. Ich rufe jeden auf, kostbare Leute, in dieser Nation Deutschland, bitte lasst uns Buße tun. Lasst uns auf unsere Knie gehen und Buße tun. Kostbare Leute, wir kommen nicht vorbei. Buße tun bedeutet nicht mehr das zu machen, was man vorher gemacht hat. Lasst Änderung zu. Wir haben keine Zeit für Sturheit.
lass uns Buße tun. Ich tue Buße. Ich selbst tue Buße. Ich tue Buße für alle meine Bosheit, die ich getan habe. Ich tue Buße für jede Sünde, die ich getan habe. Ich tue Buße für jede Sünde von meiner Familie. Ich tue Buße für die Gemeinde in Deutschland. Lasst uns alle Buße tun, kostbare Leute, bevor es zu spät ist. Ich danke euch ganz doll für eure Aufmerksamkeit, dass ihr diese Sendung gehört habt. Ich möchte jedoch noch einmal ganz kurz klarstellen für die Leute, die neu sind. Alles, was einem wichtiger ist als Gott, stellt einen Götzen dar. Und deshalb sollten wir uns heute fragen, gehört unser Herz ganz Gott oder gibt es Dinge, die ich höher stelle als Gott in meinem Leben? Vielleicht meine Karriere, vielleicht meine Ausbildung, vielleicht meine Familie, was auch immer ich höher stelle als Gott, ist Götzendienst, liebe Leute. Lasst uns also immer Gott als Nummer 1 Priorität, als erste Stelle in unserem Leben haben. Deutschland, lasst uns also Buße tun und jetzt abkehren von Götzendienst, denn nur der Herr ist würdig, angebetet zu werden. Und in Matthäus 6,33 steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Liebe Leute, und in 2. Mose Kapitel 20, Vers 1 bis 15 heißt es, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und in 1. Johannes Kapitel 5, 21 heißt es, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 bis 10 besagt, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und 5. Mose 13, 5 sagt, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seine Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. 2. Mose 20, 23 sagt, darum sollt ihr euch keine anderen Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch machen. Liebe Leute, ich möchte auch noch Epheser Kapitel 5, 11 bis 12 lesen. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden ist schändlich. Kolosser Kapitel 3, Vers 5 sagt, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Josua Kapitel 24, 15 sagt, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ihr aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Hosea 13, 4 sagt, ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her. Einen Gott neben mir kennst du nicht und keinen Heiland als allein mich. Liebe Leute, lasst mich weiterlesen. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 10 sagt, denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Und der letzte Vers für heute, kostbare Leute, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Johannes 17, 15. Liebe Leute, um nochmal den Abschluss hier damit zu stellen, wenn Gott der König über dein Leben ist, dann gibst du ihm deine maximalen Bemühungen. Lasst uns also zurückkehren zu unserem Schöpfer mit ganzem Herzen, nicht nur mit 50% oder 80%, sondern mit ganzem Herzen. Lasst uns Buße tun in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Lasst uns leben, ein Leben, das Gott fürchtet, das Gott ehrt und das Gott liebt. Denn der Herr Jesus kommt bald.